Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Top 3 Tipps für deinen optimalen Trainingsplan. Ich habe es euch versprochen in der Umfrage und heute ziehen wir das ganze Thema mal durch. Warum das Ganze? Ganz einfach, Corona-Krise ist so gut wie vorbei, hoffe ich, für diesen Sommer zumindest. Ob das mal wiederkommt oder nicht, wissen wir ja nicht. Aber ich habe einen neuen Trainingsplan angefangen und einige von euch haben gefragt, okay, worauf muss ich denn überhaupt achten, wenn ich einen Trainingsplan mache oder was machst du jetzt für einen Plan? Und es bringt nichts, wenn ihr einfach meinen Trainingsplan nachmacht, davon habt ihr nicht, aber ich möchte euch Stück für Stück beibringen, wie ihr euch selbst den richtigen Trainingsplan schreibt, okay? Wenn du neu bist auf diesem Kanal, mein Name ist Daniel. Ich mache hier auf diesem Kanal Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Würde mich freuen, wenn du abonnierst und mit dabei bist. Daumen nach oben, wenn dir das Ganze ein bisschen weiterhilft. Und wir gehen direkt weiter im Thema. Und zwar, ich habe die drei wichtigsten Punkte für euch aufgeschrieben. Und zwar Punkt Nummer 1, Progression. Was bedeutet Progression? Progression bedeutet, dass ihr stärker werdet, dass ihr ausdauernder werdet, dass ihr weiterkommt, euch weiterentwickelt. Und letztendlich ist genau das, was wir ja beim Training erreichen wollen. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, stärker werden wollt, schneller werden wollt, länger laufen wollt, beweglicher werden wollt, total egal, habt ihr immer eine Progression. Wir nehmen das Ganze jetzt mal anhand vom Muskelaufbau. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt ein Training. Dieses Training bedeutet erstmal für euren Körper Stress. Soweit, so gut. Aber das bedeutet nur so lange Stress für euren Körper, bis ihr euch an euren Trainingsreiz gewöhnt habt. Sagen wir mal, ihr macht 80 Kilo Bankdrücken und ihr schafft gerade mal so 8 Wiederholungen im vierten Satz und ihr rackert euch richtig ab. Das Training ist richtig anstrengend für euch. Dann ist das Stress für euren Körper. Euer Körper passt sich dann aber an dieses Level an. Das bedeutet, beim nächsten oder vielleicht übernächsten Mal Bankdrücken habt ihr diesen Stress gar nicht mehr und das Ganze ist nicht mehr anstrengend für euch. Wenn ihr dann nicht euer Progressionsschema gut im Auge habt und nicht die Reize ändert, dann bleibt ihr immer auf diesem Plateau stehen und nichts passiert. Was möchte ich damit sagen? Punkt A, jedes Training ist eigentlich ungemütlich und jedes Training tut weh oder ist sehr, sehr anstrengend. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann musst du irgendwo was verändern. Und zwar entweder änderst du dein Volumen, die Frequenz oder das Gewicht. Du musst auf jeden Fall immer neue Reize setzen. Das Einfachste ist tatsächlich, das Gewicht zu ändern. Sagen wir mal, du hast 80 Kilo 8-mal gedrückt, easy peasy, 4 Sätze, gar kein Problem mehr. Legst du halt einfach mal noch 10 Kilo drauf. Und dann hast du schon wieder einen neuen Reiz. Irgendwann kommst du allerdings an diesen Punkt, da ist das dann nicht mehr so einfach, die Gewichte zu erhöhen, weil du halt schon super viel Gewicht benutzt. An diesem Punkt ist es dann besser, mal das Volumen zu verändern oder die Frequenz zu verändern. Zu der Frequenz kommen wir später auf jeden Fall noch. Das bedeutet also, du musst deinen Körper immer wieder unter Stress setzen, weil wenn du deinen Körper nicht unter Stress setzt, dann wirst du keine Progression haben und auch kein Muskelwachstum. Da die Leute, die du im Studio siehst, die seit Jahren irgendwie gleich aussehen und sich nichts verändert, die haben einfach ein schlechtes Progressionsschema und da tut sich dann einfach nicht mehr viel, weil die einfach immer gleich trainieren, nichts ändern, keinen Trainingsplan verändern, das Volumen nicht verändern. Und dadurch habt ihr einfach irgendwann Stillstand. Das heißt, der erste wichtige Punkt, schau, dass du immer Progression machst. Und zwar nicht nach Gefühl, nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel letzte Woche und so viel muss ich jetzt machen, sondern schreib dir das wirklich auf. So in dein Journal einfach, in deinen Trainingsplan, das Ganze reinschreiben. Ich trainiere jetzt schon viele Jahre und ich trainiere trotzdem mit Plan, weil ich vergesse auch im Alltagsstress, was hatte ich da jetzt für Gewichte genommen und dieses muss ja auch angenehm für euch sein. Ihr dürft nicht noch beim Training dann ultra lange nachdenken müssen, was habe ich denn jetzt nochmal für ein Gewicht genommen. Punkt Nummer 2. Sorg für eine ausreichende Trainingsfrequenz. Was ist die Trainingsfrequenz überhaupt? Die Trainingsfrequenz bedeutet, wie oft trainiere ich welchen Muskel in der Woche. Und ich sage dir eins, du musst mindestens 2-mal die Woche
jeden Muskel reizen. Es gibt Muskeln, die regenerieren noch schneller, die kannst du noch öfter trainieren. Und nehmen wir mal das Beispiel, du möchtest nur dreimal die Woche trainieren oder hast nur dreimal die Woche Zeit. Dann macht es für dich keinen Sinn, einen Dreier-Split zu machen, wo du aufteilst auf drei Tage und du trainierst jeden Muskel nur einmal die Woche. Sondern, wenn du drei Tage nur Zeit hast zu trainieren, bleibt dir nichts anderes übrig, als einen Ganzkörperplan zu machen. Und da ist einer der größten Fehler schon von vielen. Viele sagen, okay, ich mache einen Dreier-Split, das ist dafür da, um dreimal die Woche zu trainieren. Nee, wenn du einen Dreier-Split trainierst, dann musst du praktisch sechsmal die Woche gehen, um das Ganze richtig zu machen und jeden Muskel zweimal die Woche zu trainieren. Warum? Ganz einfach. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast jetzt Arbeitssätze, die wirklich anstrengende Arbeitssätze sind und du hast einfach eine sehr, sehr schlechte Leistung in den letzten Arbeitssätzen. Weil klar, du hast jetzt schon Brust super ausgereizt und der letzte Satz ist einfach nicht mehr wirklich intensiv. Aber damit gehst du an dein Limit. Jetzt hast du dein Limit erreicht so und dann machst du praktisch eine Woche Pause. Sagen wir mal, du trainierst montags Brust und du trainierst dann erst am nächste Woche wieder, nach 7 Tagen, machst du dann wieder das nächste Mal Brust. Und die Brust ist aber schon nach 3 Tagen regeneriert. So, was machst du? Da hast du ganz viele Muskelaufbaureize auf der Strecke einfach liegen lassen, weil du gesplittet hast. Und so dauert das Ganze einfach viel zu lange. Deswegen Punkt Nummer 2, achte auf deine Trainingsfrequenz. Punkt Nummer 3, einer der Punkte, die ich persönlich letztes Jahr ziemlich vernachlässigt habe. Und deswegen möchte ich diesen Tipp euch unbedingt mitgeben. Und zwar Spaß. Dein Trainingsplan muss Spaß machen und er muss funktionieren. Und wie funktioniert der? Wenn du daran Spaß hast, wenn du dich daran halten kannst und wenn du ihn durchziehen kannst. Das heißt, du musst den in deinen Wochenplan integrieren können, du musst das zeitlich hinbekommen und du musst auch Bock drauf haben. Wenn dein Trainingsplan schon so scheiße ist und du machst nur Übungen, auf die du gar keine Lust hast, dann wird das Risiko ziemlich groß sein, dass du einfach überhaupt gar nicht erst zum Training hingehst oder dass du nach der Hälfte aufhörst und dass es dir zu anstrengend ist und dass du eigentlich denkst, boah, ich habe schon gar keine Lust mehr. Deswegen achte darauf, dass du dein Training so zusammenstellst, dass du Bock darauf hast, dass du motiviert bist, dass dir die Übungen Spaß machen. Nicht jede Übung macht immer Spaß, aber ein Großteil der Übungen sollte dir Spaß machen. Pack einfach so 1-2 Übungen mit rein, auf die du dich immer freust, weil du weißt, da wirst du gut, da wirst du schnell besser und die machen dir einfach Spaß. Und der beste Trainingsplan bringt dir nichts, wenn das keinen Spaß macht. Auch der beste Körper und du siehst toll aus und bist super stark, schnell, beweglich, bringt dir doch letztendlich nichts, wenn das Training für dich eine totale Qual ist. Also, wenn du diese 3 Punkte beachtest, Progression, Trainingsfrequenz und dass dir das Spaß macht, dann hast du schon ziemlich viel gewonnen, ziemlich viel richtig gemacht und bist vielleicht schon besser als 60% der Leute, die bei dir im Gym trainieren. Das heißt, schreib dir einen Plan, setz dich hin. Wenn du überhaupt keinen Plan hast, wie es funktioniert, schreib mir gerne spezifische Fragen in die Kommentare. Ich beantworte die gerne im nächsten Video. Wir können eine kleine Reihe aus dieser Trainingsplanreihe machen und dann helfe ich euch weiter. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben, wenn es dir ein bisschen weitergeholfen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Trinke jetzt meinen Kaffee weiter und dann geht's auch für mich gleich ins Training. Macht's gut. Ciao.